Warum kontrollierte niemand das Horrorhaus? Luise und David Durbin quälten jahrelang ihre 13 Kinder, hungerten sie aus und verwehrten ihnen soziale Kontakte. Die Familie war weder Polizei noch Sozialbehörden als Problemfall bekannt. Die Nachbarn wussten nichts von den vielen Kindern im Haus und hielten die Turpins für Eigenbrödler, aber vermuteten kein dunkles Geheimnis hinter ihrer Art. Wie konnte das passieren? Wie konnten die Horroreltern von Paris ihre Kinder vollkommen unbemerkt von der Außenwelt misshandeln? Eltern gaben an, eigene Privatschule zu betreiben. Ein Teil der Erklärung lautet, Kinder, die von ihren Eltern unterrichtet werden, sind für die US-Behörden quasi unsichtbar. Die Schulpflicht gilt in Kalifornien für Kinder vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, aber anders als in Deutschland müssen schulpflichtige Kinder keine Schule besuchen. Homeschooling ist nichts Unübliches in Kalifornien, viele Familien nutzen aus verschiedensten Gründen die Möglichkeit, selbst darüber zu entscheiden, was der Nachwuchs lernt. Manchen sind die Privatschulen schlichtweg zu teuer, andere wollen nicht, dass ihren Kindern Inhalte vermittelt werden, die gegen die eigene ideologische oder religiöse Überzeugung verstößt. Warum Luisa und David Durbin ihre Kinder nicht auf eine staatliche oder größere Privatschule schickten, ist noch nicht klar. Fakt ist, sie gründeten zu diesem Zweck die Sandkastler Schule und gaben an, als nicht religiöse Privatschule beide Geschlechter zu unterrichten. Dabei berichten die Großeltern der misshandelten Kinder, dass ihre Enkel die Bibel auswendig lernen musste. Der Kinderreichtum habe religiöse Gründe gehabt, berichteten sie bei ABC News, Gott habe ihnen befohlen, so viel Nachwuchs zu haben.